ET-Radio, dein Euro-Transportradio. 5 Jahrzehnte Musikgeschichte. Hallo liebe Suchtis da draußen, ich bin's der Paul von Truck TV. So, da wollen wir heute mal wieder los, ein bisschen Geld verdienen. Ich habe diesmal wieder keine Fragen ausgedruckt, ich habe momentan echt wenig Zeit. Sollte ich mal ändern. Nächstes Let's Play wird auf jeden Fall wieder alles beantwortet. Meine Frage an euch, mir schreiben immer wieder Leute, ich soll hier mal Code eingeben, dass ich Kohle ohne Ende habe. Wie gefällt euch das? Ich meine, ich habe jetzt 35.000 Miese. Würde euch das besser gefallen, wenn ich mit einem schicken Auto durch die Gegend fahre und dafür ein bisschen gemogelt habe? Oder sollte man sich das schon ehrlich verdienen? Das ist ja hier die Frage. Schauen wir mal. So. Los geht's hier. Ja, Montag. Montag ist, glaube ich, der schlimmste Tag. Ob Schule, Arbeit oder sonst irgendwas. Sie sind müde, sie sollten hier auf dem Parkplatz Ruhe suchen. Ich habe doch schon Pause gemacht, ne? Dann mache ich nochmal Pause. Die Zeit läuft. So, ausgeschlafen bin ich. Ich wollte das noch umstellen mit der Steuerung. Wie geht denn das hier? Option. Da bestimmt. Controller-Einstellung. Da wird das ja wohl... Was kann man hier? Nur Tastatur, das ist besser. Okay. Dann wollen wir mal. Ich glaube, ich fahre leer nach Metz. Ich könnte bestimmt einen Auflieger mitnehmen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das funktioniert. Ich bin ja, wie gesagt, noch Neuling in dem Spiel. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen was erreichen hier. Aber... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt fahren wir erstmal 200 Kilometer zum ersten Auftrag, glaube ich. Und dann gucken wir mal. Könnt ihr auch mal Solo fahren, ist ja auch ganz nett. Solo fahren ist übrigens gar nicht so schön, wie man sich das immer vorstellt. Ich meine, die Kiste hat zwar übelst Antrieb, ne? Aber das Problem ist, wenn es nass wird, dann hast du eine richtige Heckschleuder. Und noch schlimmer ist so Glatteis oder sowas. Das ist dann richtig übel, wenn man dann eine Kurve fährt und man gibt dann leicht Gas. Und dann hängt man auf einmal eine Seile. Aber es gibt Schlimmeres. Ein LKW-Unfall direkt hatte ich noch nicht. Ich hatte mal, das war in Holland, da stand ich im Stau. Ich habe extra genug Luft nach vorne gelassen. Ne? So bestimmt 8-9 Autolängen, dass alle da vorkommen, die da vorkommen wollen. Dann habe ich kurz oben was aus dem Schrank geholt, setze ich mich wieder hin. Dann fahre ich los und dann wundere ich mich, was zieht denn die Karre so scheiße? Und dann dachte ich erst, hast du irgendwie Platten oder was? Habe ich gebremst, dann habe ich wieder Gas gegeben. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich ein Auto vor mir hergeschoben habe. Die ist aber wirklich so quer vor mir hergefahren. Das war die Zeit, wo es noch keinen Rampenspiegel, wie das Ding heißt, vorne gab. Ist wirklich quer davor gefahren. Ganz dicht dran und wollte dann auf die Überholspur quasi. Aber dadurch, dass es Stau war, passierte dann natürlich nichts. Und ich habe die Alte erstmal weggeschoben. Das ganze Auto war total verzogen. Ja. Ende vom Lied. Mein Auto war nichts kaputt. Ein bisschen vom Bullenfänger da was abgekratzt. Aber sonst ging's. Und bei ihr war halt die Karre Fushikato. Versicherung hat nicht gezahlt, weil sie wohl Teilschuld hat, sie hätte da nicht so vorfahren dürfen und das hat sich dann irgendwie alles verlaufen nachher. Naja, guck mal, hier fährt noch jemand Solo. Von der Farbe her könnte das ja Willy Betz sein, oder? Naja, auf jeden Fall schleicht der hier ganz schön lang. Nach vorne gibt es das Geld und wer bremst, verliert. Das ist aber mein Reden. Ja... Momentan habe ich übrigens eine absolut abgefuckte Internetverbindung. Alle 15 Minuten bricht das Ding auseinander. Glücklicherweise hat YouTube das mit den Uploads geändert. Das heißt, ich kann jetzt permanent uploaden und abbrechen. Und der fängt nicht wieder von vorne an zu zählen. So, ab in die Zahlstelle. Da wollen wir mal ein bisschen überholen hier.
Vielleicht können wir ja somit durchfahren. Ja, los komm, fahr. So spart man auch. Ey, das ist aber keine Pausespur hier, Kollege. Jetzt macht er hier Pause. Du kannst ruhig fahren, da ist nichts kaputt. Oh. Was macht man denn in solchen Situationen? Wartet er auf dem Abschleppwagen? Kann man hier Anlauf nehmen und den... Jetzt mache ich meine Karre kaputt wegen dem ollen Dödel. Unfall verursacht. Das ist ja wohl mutwillig, was er da macht. Der wartet ja nur drauf, dass ich ihm hinten reinfahre. Oh. Wichser. Hurensohn, sagt man nicht. Pimmelwurst. Dreckiger, ungewaschener Vorhaut-Heini. So. Wir dürfen uns natürlich von so etwas nicht stören lassen. Mein kleines Transportunternehmen, was ich hier habe, mein Ein-Mann-Unternehmen, was dermaßen in der Miese ist, kann hier nicht stundenlang irgendwo an der Zahlstelle stehen und mit ihm diskutieren. Da muss ich natürlich weiterfahren. Da ich ja eh schon 400 Euro geblecht habe und 15% wieder Schaden an meiner Kiste habe, soll eigentlich froh sein, dass ich ihn nicht vermöbelt habe. Oder ihn irgendwas in seinen Arsch gesteckt habe, dass er kacken kann ohne drücken. Naja, fahren wir erstmal. Ich habe gehört, man kann hier sein DAF auch aufrüsten zum... Oh! Sein DAF... Los, jetzt fahr wenigstens weiter. Sein DAF aufrüsten zum Super Space Cap. Ich habe ja jetzt nur das Space Cap aktuell, obwohl innen drin ist es das Super Space Cap. Wie die das auch immer machen. Aber geht das in echt auch? Ich meine, gehen tut bestimmt alles, aber ich habe da noch nie gesehen, dass die in der Werkstatt sagen, so heute machen wir mal einen Space Cap aus dem Space Cap, einen Super Space Cap. Naja, egal. Fahren wir erstmal. 111 Kilometer noch. Das Wetter ist schön abendrot oder ist es morgenrot? Sieht man hier irgendwo die Uhrzeit? Da. 6 Uhr. Das ist morgenrot. Morgenrot, schlecht Wetterrot. Oder war das umgekehrt? Auch egal, ne? Kann man das Spiel eigentlich über Netzwerk spielen? Also, dass man sagt, hier, man trifft hier seine Kollegen auf dem Trucker-Treff? Glaube nicht, oder? Das wäre ja mal was Cooles. Das müsste ich denen mal vorschlagen. Oder man klaut den anderen, wenn der pennt, die Ladung. Das machen die in Frankreich übrigens gerne, wenn man irgendwo steht. Das sieht man immer als... Ein bisschen langsamer fahren. Oh, ich sag's noch. Langsamer fahren. Wie viel darf man denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Man sieht ja, also um auf die LKWs nochmal zurückzukommen, man sieht ja immer, dass sie die Plane so, dass sie so Halbmonde drin sind, so aufgeschlitzt. Anfangs dachte ich ja immer, das liegt daran, dass man nicht fahren kann. Und dass sie da irgendwo hängen geblieben sind. Aber es liegt wirklich daran, dass die Franzosen, was mache ich denn da? Dass die Franzosen, Deutschland auch mittlerweile gerne, da aufschlitzen und gucken, was man drauf hat. Absolut der Hammer, ja. Das nervt natürlich, weil man kann dann am Wochenende, dann kannst du die ganze Karre abladen, damit du an die Leckstelle rankommst, weil sonst, wenn du irgendwo hingehst und mit einem kaputten Loch da ankommst, dann wollen die nicht beladen, weil die Ladung ja nass werden könnte, dann musst du das mit einem Föhn heiß machen, dann kommt da so ein Planstück drauf, dann wird das da festgebügelt und dann hält das meist ein halbes Jahr und sieht dann scheiße aus. Aber was will man machen? Da hat man halt den Vorteil beim Kühlkoffer. Also Kühlkoffer ist ja hundertprozentig, weil du brauchst, wenn du irgendwo ankommst, brauchst du nicht die Plane aufmachen. Also bist nicht schon verschwitzt und schmutzig, sondern machst ganz cool, deswegen heißt es ja Kühlkoffer. Cool machst du hinten die Tür auf und dann kannst du alles mit dem Hufwagen oder mit dem Stapler runterziehen. Ja. Was macht der Sprit? Sprit habe ich genug. Schon wieder eine Zahlstelle. Dann wollen wir mal. Station Perche heißt es, glaube ich, ne? Auf Französisch. So. Noch ein bisschen. Hier könnten die eigentlich gut für UTA oder so Werbung machen, ne? UTA Tankkarten. Damit kannst du auch deine Maut bezahlen. Aber das haben die hier selten oder wenig im Spiel.
Ja, und ich weiß, ich kann mir ein Upgrade holen, das ist ja nett von euch, für mein DAV. Ich weiß aber nicht, ob ich es mache. Ich denke mal irgendwann die Tage, wenn ich mal mehr Zeit habe, dann kümmere ich mich mal darum, um dieses Upgrade und werde aus meinem DAV ein DAV machen. Warum haben die das überhaupt gemacht? Wollten die Firmen das erst nicht und haben dann gesehen, oh, cooles Spiel, wollen wir doch? Naja, so ist das halt. Volvo war jetzt, glaube ich, Weiland, ne? Das hat mir jemand geschrieben. Weiland ist auch eine Heizung, ne? Weiland. Oh. Ja, ich spiele wieder über Tastatur mit Maus. Das ging mir irgendwie auf den Sack, weil man kann hier nicht so schön gucken. Und es geht ja jetzt so halbwegs. Nicht schön, aber selten. Gelle. Ja, ich warte hier auf das nächste Kreditangebot von der Bank, dass ich mein Auto ein bisschen aufmöbeln kann. Aber bis jetzt ist noch nichts gekommen. Ich denke mal, spätestens in dem nächsten Let's Play werden die sehen, oh, das läuft aber gut bei ihm. Und dann werden die mir natürlich erstmal eine 500.000 für mein neues Auto zur Verfügung stellen. Die Preise sind aktuell, also wenn man sich einen DAF kaufen will, kann man sich am besten schön gebrauchten holen und die sind gar nicht mehr so teuer. Dadurch, dass sie so wenig verkaufen oder dass die Zahlen ja gesunken sind. In Osteuropa ist der Markt, glaube ich, zuwachsend und hier eher abnehmend, so wie ich das verstanden habe. Weil von Michael, dem Scania, haben wir auch unter 100.000 gekriegt. Und der ist ja auch gut ausgestattet. Ja. Aber es ist auch nicht leicht auf dem Markt. Jeder macht es billiger. Jetzt kommen die Filipinos noch dazu. Und drücken den Preis natürlich. Aber so ist das in der freien Marktwirtschaft. Jeder will verdienen, jeder will überleben. Und wenn es jemand billiger macht, dann muss man halt überlegen, ist die Qualität gut? Kann ich mir das erlauben, das mit einem nicht so qualifizierten Fahrer zu transportieren? Oder ist es zum Beispiel Torf, was jeder fahren kann? Ist halt immer die Frage. So. Der hat gar kein Gefahrengutschild dran, habt ihr gesehen? Den kacke ich bei der Gendarmerie erstmal an. So geht das nicht. So. Und wieder werden mir Dollars aus der Tasche gehobelt. Mein sauer verdientes Geld. So, anhalten. Mein sauer verdientes Geld. Jetzt will ich ja damit durchfahren. Jetzt will ich ja mit durchfahren. Jetzt! Gas! Hui! Warum muss ich bezahlen, wenn ich gar nicht anhalte? Also das ist jetzt ein Manko im Spiel, ein Fehler, ein... Wenn ich hier schon bescheiße und so gekonnt, ne? Gekonnt wie ein König der Landstraße hier durchfahre, dann möchte ich auch schon gewissermaßen meinen Lohn haben, also quasi die Maut gespart. Aber naja. Endspurt, Leute, 20 Kilometer. Dann wollen wir mal hier die Ausfahrt nehmen. Ein bisschen langsamer sonst. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Also viele Unfälle und rote Ampeln sind nicht mehr drin. Wir wollen ja mit Geld verdienen. Wir wollen mir ein schönes Auto kaufen. Trotzdem gucke ich nicht nach links. Und da hinten ist schon fast die Firma. Ja, ich will mir natürlich einen schönen DAF machen. Ich weiß aber nicht... Schwarz wäre mir am liebsten. Ich meine, in echt würde ich nicht unbedingt einen schwarzen fahren wollen, weil wenn die Sonne scheint, dann kommt die Standklima kaum gegen an. Aber, hier im Spiel ist es ja wurscht. So. Tri-ET. Ja, jetzt habe ich ein bisschen zu Murks gemacht. Hinüben um die Kurve, rein aufs Gelände. Please le chargement, s'il vous plaît. I want to go to Garmonie. Allemann. Oui, oui. So, da liegt auch schon mein Paket. Mein Westpaket. Ui. Eingabetaste. So, wir fahren Holz nach Calais, nach Brüssel. Och, ich dachte, ich komme hier nach... Jetzt fahre ich nach... Brüssel. Ich dachte, der hätte mehr im Angebot.
Das ist ja eine schwule Scheiße. Naja, egal. Über das. Auftrag annehmen. Ich beende den Krams für heute. Macht's gut. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play. Pisst euch nicht ein, kackt euch nicht an. Bis dann, euer Mann von Truck TV. Ciao.